Einer unserer Handwerker wurde plötzlich über Nacht zum Einbrecher und Dieb. Doof für ihn, denn direkt nach seiner Rückkehr aus dem Florida-Urlaub klickten für ihn am Flughafen Philadelphia die Handschellen und er wurde vor den Augen seiner Familie abgeführt. Was das jetzt alles für ihn, aber auch für die Baustelle bedeutet, die dadurch jetzt gestoppt ist, siehst du in diesem Video. Let's get into it. The Lucas Show. Als US-Immobilieninvestoren haben wir ein riesiges, tolles Einfamilienhaus zu einem neuen Mehrfamilienhaus umgebaut. Die Umbau- und Renovierungsarbeiten sollten eigentlich innerhalb weniger Wochen nach dem Auszug der letzten Mieter abgeschlossen sein. Es kam alles anders. Der Hintergrund zum Haus. Das Haus war beim Kauf ein großes Einfamilienhaus und es war eine Studenten-WG vermietet, weil für die Gegend ist das Haus einfach zu groß und deswegen auch der Umbau. Die Studenten-WG ist jetzt ausgezogen und die ganze Story findest du im letzten Video zu diesem Haus jetzt hier oben eingeblendet. Schau es dir einfach nochmal an. Verzögerungen und Unterbrechungen. Im letzten Video zu diesem Haus habe ich dir Klimaklaus vorgestellt. Klimaklaus ist der Klimaanlageninstallateur, also der Heizung- und Klimaanlageninstallateur für dieses Haus. Der war beauftragt, eine fachlich korrekt genehmigte Klimaanlage in diesem Haus zu verbauen. Nun wollte Klimaklaus aber plötzlich grundlos mehr Geld. Ja, das gab es für ihn aber nicht und das fand er jetzt nicht so gut. Da hatte er eine Idee. Ich bin Klimaklaus und ich habe eine tolle Idee. Ich stelle nämlich heute einfach die Arbeit ein und gehe. So, und morgen klaue ich euch die Geräte. Ha, und übermorgen zeige ich euch bei der Stadt an, weil nämlich eure Heizungs- und Kühlungsanlage nicht vorschriftsmäßig verbaut und genehmigt wurde. So. Aber das war doch laut Vertrag genau deine Aufgabe. Also die Technik genehmigen lassen, die Technik holen, einbauen und abnehmen lassen. Das steht doch so im Vertrag drin, oder? Also das war dein Auftrag. Ja, so eben, so. Ja, und nun, die Idee von ihm ging nach hinten los. Das Haus hat einen kompletten Baustopp bekommen. Die städtischen Inspektoren kamen und haben den Baustopp verhängt, komplett. Und zwar, weil erstens die Klimaanlage nicht vorschriftsmäßig verbaut wurde und zweitens ja ganze Teile davon fehlten. Er hat sie ja geklaut. Klimaklaus hat nämlich die Heatpumps, also diese Wärmetauscher bzw. die Ventilatoren, die draußen stehen, die Außenunits, des Nachts mit einem Kollegen von sich einfach mal geklaut. Also sie sind eingebrochen, haben sie abgebaut und haben sie mitgenommen. Die Geräte fehlten nun und was heißt das? Ab zur Polizei. Die hat das Ganze nun aufgenommen und begab sich auf die Suche nach ihm. Sie haben ihn zu Hause nicht angetroffen, also haben sie ihn zur Fahndung ausgeschrieben, ganz klar. Nun vergingen ein paar Wochen und dann hat sich irgendwann mal die Polizei gemeldet, hat eine E-Mail geschrieben, hey, wir haben ihn. Klimaklaus kam aus seinem Florida-Urlaub zurück und hat sich da wochenlang die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Ja, doof für ihn, in Philadelphia war natürlich noch die Arrest Warrant, also der Fahndungsaufruf, draußen. In Philadelphia gelandet, klickten die Handschellen, leider vor den Augen seiner Familie, aber hey. If you can't do the time, don't do the crime. Hier greift direkt der Staatsanwalt ein. Und was hat er aus diesen Anklagepunkten gemacht? Ja, Burglary, also Einbruchsdiebstahl, Criminal Trespassing, Einbruch. Conspiracy, er hat ja noch einen Kumpel mitgebracht, also Criminal Mischief, Diebstahl und Receiving Stolen Property. Wenn dich das genau interessiert, google einfach mal die Paragraphen, das ist auf jeden Fall spannend. Inzwischen hat eine andere Firma übernommen, die Klimaanlagen nochmal aus- und wieder eingebaut und ja, genehmigen lassen und auch die Abnahme durch die Stadt bekommen. Dir gefallen meine Themen, du möchtest gern mehr sehen, dann lass mir auf jeden Fall ein Like da, abonniere meinen Kanal, dann wirst du umgehend informiert, wenn ein neues Video von mir hochgeladen wird. Das kostet dich gar nichts und hilft dem Kanal ungemein. Danke dafür. Das heißt, der gesamte Umbau konnte nun auch weitergehen. Schauen wir es uns an. Ab geht's ins Haus. So, Park Avenue. Ein schöner Herbsttag. Da ist schon das ganze Laub von den Bäumen. Hier war jetzt eine ganze Zeit lang Baustopp, weil da die Permits gefehlt haben. Aber jetzt geht's weiter. Schauen wir es an. Gehen wir mal rein. Das hier oben wurde alles neu gemacht. Das ist durchgerottet gewesen. Das ist die untere Wohnung hier und das wird dann die obere Wohnung. Hier oben gab es einen kleinen Schiefstand, du erinnerst dich, da war noch der Laser am Start. Hier haben wir jetzt zwei Schlafzimmer hinzugefügt, da noch gerade eine Begehung, deswegen fangen wir mal oben an. Schauen wir uns das hier oben mal an. Also Drywall ist hier schon mal gepatcht. Hier liegt neues
Flooring, also LVP, Luxury Vinyl Planks. Der Holzfußboden, der war nicht mehr zu retten. Ja, ein Schlafzimmer. Hier im ganzen Haus piept es übrigens, weil ganz einfach die Feuer-, Rauch-, CO2-Meldeanlage noch nicht komplett installiert ist, aber zumindest ist schon vorbereitet. Wie du hier siehst. Hier ist der Fußboden neu. Trims werden noch neu gemacht. Hier kommt eine AC-Unit rein. Im Schrank sozusagen. Dann können wir hier mal ganz kurz ins Badezimmer reingucken. Das sah vorher auch sehr, sehr spannend alles aus. Aber das sehen wir gleich noch von der anderen Seite. Also um. Ein Schlafzimmer. Da ist das andere Schlafzimmer. Fangen wir mit dem großen hier an. Komm mal mit. Hier war der Einbauschrank. Also schön reingelassen. Da ist natürlich auch hier noch ein Schrank, ein normaler Kleiderschrank. Schöne große Fenster. Die Wände haben neue Paneele bekommen. Gehen wir mal hin in das schöne, das große Schlafzimmer bzw. Wohnzimmer, was das vorher war. Das war das mit der French Door, Double Swing Door, whatever. Und das Badezimmer jetzt, da fällt keiner mehr durch den Boden durch. Das ist alles zu. Dusche, komplett neu gefliest. Das sind diese Subway Tiles, heißt das. Also ganz normale, einfache Fliesen. Schöne Cola, Toilette. Ja, ein bisschen eng, aber na gut. Und hier war auch alles offen. Das ist dann jetzt zu. Gucken wir uns hier mal das große Schlafzimmer bzw. Wohnzimmer an. Das hier wird eine Küchenzeile. Also wie gesagt, hier oben wird ein Apartment werden. Das heißt, hier die Decke, die war komplett hin. Die ist jetzt hier abgehängt. Küche, Arbeitsplatte, das ganze Programm. Kühlschrank, der ist ein bisschen groß, aber das geht nicht anders. Elektrik, hier siehst du das grüne Licht blinken. GFCI, das ist, wenn Wasser in der Nähe ist, müssen diese GFCI-Schalter rein, die dann automatisch ausgehen, wenn es dann irgendwie einen Kurzschluss gibt. Ja, was haben wir hier noch? Also Fußboden, wie gesagt, der ist komplett neu, deckt alles ab. Hier kommt noch ein bisschen Farbe drauf. Das ist die Nachbarschaft hier, eigentlich ganz spannend. Und da vorne ist auch schon die Temple-Universität. Also Park Avenue wird ein neues Zwei-Apartment-Haus werden. Die Decke hervorragend abgehängt, Elektrik, alles neu. Recessed Lights, also diese eingelassenen, so in die Decke eingelassenen Lampen sind das. Gehen wir mal ganz hoch. Da geht es dann ganz hoch. Bauschaum rein, wird auch zu Stein. Hilft aber beim Quietschen. Gegen das Quietschen meine ich. So, dann haben wir hier noch dieses kleine Schlafzimmer. Da war auch nur ein bisschen, hier muss ein bisschen gepatcht werden. Das wird noch geschliffen und gestrichen. Und dann sieht das auch alles so schön in einem munteren Mausgrau aus. Hervorragend. Zugang zum Dach. Das war dieses Schlauchbad vorher. Hier ist jetzt die Einrichtung für Waschmaschine, Trockner, Toilette, Waschbecken, Toilette, Badewanne. Auch alles gefliest, auch mit neutralen Subway Tiles. Keine Raketentechnik, nicht super teuer, aber sieht auch besser aus als zuvor. Dieses Gepiepse. Genau, hier noch ein kleines Schlafzimmer hier oben. Das war vorher der Schlauchanteil von dem anderen Badezimmer. Das ist jetzt hier zugemacht. Und das hier wird jetzt ein Schlafzimmer, da kann man einen Schreibtisch oder was auch immer da reinstellen. Kleiderschrank ist mit drin. Und dann haben wir hier das. Ah, noch einer, genau neben meinem Ohr. Haben wir hier das 1, 2, 3, 4, 5. Schlafzimmer hier oben. Genau. Cool, ne? Oder? 5 Schlafzimmer oben,
Und ganz unten schauen wir uns gleich an. Gehen wir mal ganz runter. Und hier war vorher ein Raum, also ein großes Wohnzimmer, und jetzt sind das hier zwei Schlafzimmer. Schlafzimmer 1, Schlafzimmer 2. Hier ist der Kamin, oder war der Kamin vorher. Und das ist jetzt schön abgeteilt hier. Kleines Schlafzimmer, aber eine tolle Deckenhöhe. Trims, sieht da gut aus, wird noch gestrichen. Und hier genauso. Tolle Deckenhöhe. Gut, der Ausblick ist nicht so gut, aber technically ein Schlafzimmer. Hier hat sich nicht viel getan von der Aufteilung her. Wohnzimmer. Bitte. Dann haben wir hier noch das Badezimmer. Das sah vorher ganz schlimm aus. Hier war diese schlimme Tapete. Die Spiegelwand. Und hier ist immer noch die Küche. Da hat sich auch nicht viel getan. Kurz geputzt. Der bleibt. Ja, hier draußen hat sich noch was getan. Das wird neu. Und hier hinten, die sind wieder da. Yay! Die hat der Klimaklaus geklaut sozusagen. Aber wenn man sich mal hier umguckt, da geht schon einiges. Also das ist alles schon Neubau hier. Neubau, Neubau, Neubau. Das heißt, die Gegend ist gut, die kommt. Und da ist die andere Klimaanlage, die Klimaklaus und sein Kamerad mitgenommen haben. Ja, alles wieder da. Ne? Achso, und Klimaklaus, ja, der sitzt ein. Aber dazu später mehr. Gehen wir nochmal in den Keller runter. Hier hat sich ein bisschen was getan. Erstmal ist es heller geworden. Dann haben wir hier einen Gaswasserheizer. Klimaanlage hier unten, zumindest hier drin, auch neu. Komplett. Und hier hinten, das hat sich jetzt nicht so viel getan. Die Columns stützen immer noch die ganze untere Etage mit ab. Die sind nicht unbedingt notwendig, aber gut, dass sie da sind. Da freut sich jeder Elektriker über sowas hier. Wobei, da haben wir schon schlimmer gesehen. Für Philadelphia ist das ordentlich. Cool. Ja, sieht doch gut aus, oder? Mal gucken, wie schnell wir das jetzt hinkriegen. Wie gesagt, aufgrund von Klimaklaus und seinen Eskapaden hat das Ganze sich jetzt arg verzögert. Fazit und Ausblick. Die Gerichtsverhandlung für Klimaklaus ist nun anberaumt. Der wirkliche Schaden war nicht der Diebstahl an sich. Die zwei Geräte, die er geklaut hat, und die bisschen Technik, die er mitgenommen hat, das war zwar bezahlt, hätte ersetzt werden müssen, hätte aber auch schnell ersetzt werden können. Das wirkliche Problem in diesem Fall war eben der Baustopp. Weil der Baustopp, ja, die Stadt Philadelphia ist jetzt nicht dafür bekannt, dass irgendwas schnell geht. Aber in diesem Fall, der Baustopp war schnell verhängt, ja, und es dauert eben eine ganze Zeit, bis der wieder weg ist. Das heißt, eine neue Firma musste komplett einspringen, musste die ganze Arbeit von ihm überprüfen, vertreten, das heißt, sie sagen, die bauen es nochmal aus, bauen es wieder ein, holen sich die Genehmigung und auch die Abnahme. Das heißt, das musste alles nochmal gemacht werden. Jetzt ist die Abnahme da, alle anderen Gewerke können wieder einspringen. Baustopp, das Haus kann nicht vermietet werden, Verzögerung vorn und hinten, also sehr unschöne Situation. Klimaklaus bekommt natürlich seine Quittung. Ob er aus dieser Nummer anhand der Anklagepunkte ohne Gefängnis rauskommt, weiß ich nicht, bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich schätze mal nein. Aber hey, if you can't do the time, don't do the crime. That's what it is. Das Haus ist inzwischen auf der Zielgeraden und kann auch bald vermietet werden. Und sobald das soweit ist, kriegst du von mir dazu ein neues Video mit einem kompletten Vorher-Nachher-Bild, denn dieses Haus hat eine krasse Transformation gemacht. Natürlich enthält das Video dann auch alle Zahlen. Wenn du das nicht verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal, dann wirst du sofort informiert, wenn das Video fertig ist. Jetzt bleibt mir noch eins. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.